Innovation bedingt Bildung und Fachkräfte. Jetzt, woher kriegen wir diese Fachkräfte? Ja, genau das war heute Gegenstand dieser Bildungskonferenz über den Fachkräftemangel im Energiebereich. Wir haben heute viele Fachverbände vom Gewerbeverband über die Architekten, den SIA, bis hin zum Baumeisterverband am Tisch gehabt, weil gerade hier fehlt in den nächsten Jahren Fachwissen im Energiebereich, Fachkräfte generell, und das war Gegenstand der Diskussionen. Was können wir mit dem Programm Energie Schweiz über die Aus- und Weiterbildung somit beitragen? Was ist jetzt das Fazit des Treffens? Wir haben mit dem Programm Energie Schweiz in den nächsten Jahren bis 2020 rund 40 Millionen Franken zur Verfügung. Und wir waren uns heute einig mit den Verbänden, es braucht einen starken Fokus im interdisziplinären Bereich, dass ein Zimmermann auch energetisches Wissen hat, dass vor allem bei bestehenden Gebäuden natürlich auch die IT heute eine Rolle spielt. Und hier geht es jetzt darum, Maßnahmen, welche die Verbände eingegeben haben, umzusetzen, wo genau diese Aus- und Weiterbildung kurz- und mittelfristig unterstützt wird, aber auch langfristig, indem unsere Kinder sensibilisiert werden für die technischen Berufe, ein Energiewissen haben und somit generell diese Berufe attraktiver werden. Ist das Sache des Bundes oder müssen nicht auch die Verbände aktiv werden? Der Bund ist ganz subsidiär. Es ist und bleibt primär Sache der Verbände, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern, sich auch bei der formalen Bildung mit dem SBFI, welches dafür zuständig ist, über die Bildungsinhalte zu unterhalten. Wir sind da im Bereich der Aus- und Weiterbildung, bestehende Berufsleute noch zu befähigen im Energiebereich und diese Interdisziplinarität unter den verschiedenen Branchen zu unterstützen, wie eben auch nach außen hin zu sagen, es ist ganz wichtig, dass man jetzt im Bereich der Energieeffizienz und der Erneuerbaren nicht nur darüber spricht in der Politik, sondern jeder von uns kann dazu beitragen, indem er auch überlegt, wo besteht ein Sparpotenzial. Und im Bau, bei den Maschinen, bei Anlagen haben wir ein immenses Sparpotenzial. Das spart Geld. Und das tut allen Bürgerinnen und Bürgern ja auch gut.